So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Verdigo. Ich bin der Zoverok, ja. Und wir haben wieder eine Sitzung mit dem guten Ed und mal schauen, wie er den Tod von seinem Vater gesehen hat. Weil der hat sich ja nach seiner Aussage sozusagen vor seinen Augen hat er sich den Tod gestürzt. Was ich wiederum richtig, richtig egoistisch, also richtig derbe finde von ihm, dass er es gemacht hat. Warum hat er es gemacht? Warum hat er sich denn direkt vor seinen Sohn auf die Brücke gestellt und ist gesprungen? Warum hat er das gemacht? Das ist doch eine. Ich weiß nicht. Mir fällt da nichts zu sein. Wir machen Vollzeitung. Nein. Aufwachen. Nein. Aufwachen. Nein. Aufwachen. Was war das? Nein, verdammt! Ich kann das nicht mehr, John. Ich halte das alles einfach nicht mehr aus. Hörst du mir überhaupt zu, wenn ich was sage? Nächste Woche. Was hast du mir versprochen, hä? Nächste Woche. Ich will dich lieben und ehren, in guten und in schlechten Zeiten, gesund oder krank, bis dass der gottverfickte Tod uns scheidet. Verdammt nochmal, ich glaub's nicht. Nächste Woche nehme ich die Kinder und gehe. Je eher du das in deinem Es geht um ihn, oder nicht? Nicht schon wieder, bitte. Jennys Vater. Du hast geglaubt, ich weiß das nicht. Dass ich nicht weiß, wer er ist. Da gibt's niemanden, John. Niemanden. Du wirst diese Familie nicht auseinanderreißen. Das mache ich zuerst. Was? Er wollte seine Familie umbringen? Sprachlos gerade, extrem. Also sieht er nur das, was er sehen will? Oder er will seinen Vater schützen. Warum will er seinen Vater schützen? Warum erzählt er nicht das, was gewesen ist? Warum erzählt er das nicht? Mom. Sie haben früher mal gesagt, ihre Mutter habe ihnen in jenem Moment zugezwinkert. Aber eigentlich hat sie nur angesehen. Warum? Hat sie halt manchmal gemacht. Warum haben sie ihren letzten Blick vergessen, Ed? Weiß ich nicht. Ist nicht meine Schuld. Ich habe nichts gemacht. Es ist... Fahren Sie jedes Wochenende von San Francisco nach Cerro Lake? Vor allem im Sommer. Das Haus in San Francisco ist wirklich klein. Dad sagt, seine Fantasie passt da nicht hinein und springt stattdessen aus dem Fenster. Gerade jetzt, wo sie sein Büro in Jennys Zimmer verwandelt haben, oder? Hm. Mhm. Okay. Jenny. Warum hat sie... Ihre Mom beschlossen, Jenny. Warum hat ihre Mom beschlossen, Jenny zu kriegen? Wie alt war Jenny damals? Das sind zwei Fragen. Ich würde gerne beide stellen. Unbedingt. Wann kam Jenny zur Welt? Mom sagt, nächste Woche ist sie 100 Tage alt. Wow, ganz schön viele Tage, was? Ja,
Ich kann die Frage nicht normal stellen, das ist das Problem. Ich hätte gerne beide Fragen gefragt. Unbedingt, hätte ich unbedingt gerne gemacht, aber es geht nicht. Na, es geht nicht. Ah, wie ärgerlich. Seinen Sohn gerettet, weil es sein Sohn ist. Und das. Und Jenny ist halt eben nicht sein Kind. Was ein Schwein. Alter, was ein Schwein. Ich glaub's jetzt nicht. Das Auto. Mann ist bewusstlos. Sie schläft. Nicht wahr? Sie wissen, dass sie das nicht ist. Sie weint. Jenny weint. Ist sie okay? Sie wissen, dass sie das nicht ist. Betty. Sie haben gesagt, dass ein geplatzter Reifen den Unfall verursacht hat. Ja. Aber Sie haben nichts gehört, oder, Ed? Das wird Dad zumindest der Polizei erzählen. Okay. Haben Sie sich am Schlüsselbein verletzt? Der Arzt wird sagen, der Sicherheitsgurt habe mich gerettet, aber er hat mich auch verbrannt. Mhm. Okay. Dead. Wird Ihr Vater von dem Tag an trinken bis zu seinem letzten? Tante Claire wird ihn nicht lassen. Tante Claire? Die kommt aus San Bernardino, um sich um uns zu kümmern. Aha. Und? Figur. Haben Sie noch diese Figur? Werd sie verlieren. Ich werde sie verlieren. Wow. Das geht ja wirklich durch alles, ne? Also muss man echt mal sagen. Was ist passiert? Ed. Nichts, das ich Ihnen schon sagen, oder was ich Ihnen schon sagen könnte. Ich muss Ihnen die Wahrheit sagen. Okay, Sie müssen die Wahrheit wissen. Ihr Vater hat etwas getan, das... Er hat es verdrängt einfach. Oder verdrängt das, oder?
Ja, muss das so sein? Er verdrängt sowas. Er erholt sich! Sie können nicht einfach... Was haben Sie getan, Miller? Sheriff Reyes. Das bin ich. Was haben Sie bloß... Dr. Lomas? Das bin ich. Sorry, ich wollte... Ich muss mit Mr. Miller reden. Könnten Sie vielleicht kurz draußen warten? Tut mir leid, dass ich Ihnen Umstände mache, aber... Es ist mein Patient und ich gehe nirgendwo hin. Sie müssen draußen warten. Ich muss Sie bitten zu gehen. Es ist mein Patient. Mr. Miller ist mein Patient. Was auch immer Sie ihm zu sagen haben, werden Sie auch mir sagen. Ich kann Sie verstehen, Doktor. Doch das hier ist ernst. Ich würde Sie nicht darum bitten, wenn... Ich kann Ihre Situation auch verstehen, Sheriff. Sie sind ohne Erlaubnis in das Zimmer meines Patienten eingedrungen. Was ist so dringend? Haben Sie einen Haftbefehl? Er ist im Bett und regt sich nicht. Ich könnte Sie melden, weil Sie seine Therapie gestört haben. Haben Sie einen Haftbefehl? Er ist im Bett und regt sich nicht. Wie Sie sicher wissen, kann Mr. Miller nicht gehen. Ich glaube nicht, dass er wegrennen wird, während Sie warten. Ich weiß, das mag übertrieben wirken. Aber wenn ich nur... Es ist mir gleich, wie es wirkt. Ich verlasse diesen Raum nicht. Doktor. Bitte. Dr. Lomas. Ich kümmere mich darum. Bitte. Danke. Ist er jetzt verrückt oder so? Ist alles zu spät? Sie mögen mich nicht. Ich mag Sie nicht. Kommen wir zur Sache. Okay, Miller. Vor 27 Jahren, Brody Canyon Bridge. Ihre Familie... Nein. Nein, nein. Nein. Und jetzt passiert genau das Gleiche. Und ich soll das einfach so schlucken? Fane, das Mädchen. Fane und das Mädchen. Was für ein Mädchen? Wie sind Sie zu der Brücke gekommen? Steht da ein Testergebnis? Wären Sie von der Brücke gesprungen? Ach hier, Fane und das Mädchen. Wir haben den Wagen durchsucht. Keine Spur von einer gewissen Fee oder einem Baby. Die Polizeiakademie ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Überzeugen Sie mich. Sie haben doch sicher Fotos auf Ihrem Handy, oder? Danach habe ich als erstes gesucht, als ich wieder aufgewacht bin. Alle gelöscht. Na klar. Dann beschreiben Sie sie. Ja. Größe? Durchschnitt. 1,80 Meter? Ethnie? Weiß. Sehr helle Haut. Blond, brünett. Praktisch silber. Schulterlang. Glatt. Augen? Hell. Grün. Wie sind Sie zu der Brücke gekommen? Also, wie ist das alles passiert? Jetzt geht das wieder los. Ich habe geschlafen. Faye hat mich geweckt. Jenny hatte leichtes Fieber. Jenny. Meine Tochter. Jenny. Wir haben uns angezogen, um sie ins Krankenhaus zu bringen. Sind ins Auto gestiegen und das war's. Das war's? Ich hab's ihnen doch schon gesagt. Ich kann mich nicht erinnern. Amnesie? Ganz schön praktisch, so ab und zu, was? Testergebnis. Sie wissen, dass im Krankenhaus diverse Tests bei Ihnen gemacht wurden. Ah. Erleuchten Sie mich. Was haben die rausgefunden?
Okay. Alkohol? Ja, klar. Also, der Lastwagenfahrer, der sie gerettet hat, meinte, sie rochen nach Sprit? Ich hasse das Zeug. Kann nicht mal den Geruch ab. Auch keinen 18 Jahre alten Durell Special Reserve? Oh. Sedativa? Sehe ich aus wie jemand, der nicht einschlafen kann? Ich bin seit einer Woche im Bett. Antipsychotika? Wohl kaum. Zählt Ibuprofen? Oh mein Gott. Wären Sie von der Brücke gesprungen? Man muss mutig sein, wenn man sich umbringen will. Oder vielleicht genau das Gegenteil. Wäre dieser Lastwagenfahrer nicht aufgetaucht, hätten Sie es dann getan? Nein, ich bin ja gerade von dem Geländer wieder runter, als der mich zu Boden gerissen hat. Sind Sie ihm schon mal begegnet? Dem Lastwagenfahrer? Was wollen Sie andeuten? Da hatte ich Sie doch glatt für einen Moment missverstanden, Sheriff. Ich dachte, wie kann dieser Typ, der mir schon seit einer Ewigkeit auf den Fersen ist, der Einzige sein, der glaubt, dass es Faye wirklich gibt? Aber jetzt kapiere ich's. Ich zähle schon gar nicht mehr mit, wie oft Sie mich zum Pusten rausgewunken haben. Endlich haben Sie einen Vorwand. Wollen Sie mich echt wegen Trunkenheit am Steuer einbuchten? Und wenn Sie mir auch noch fahrlässige Tötung anhängen können. Es lebe der Sheriff. Fahrlässig? Fahrlässige Tötung. Sie werden es schwer haben, mir irgendwas anderes nachzuweisen. Wir werden sehen. Sind Sie gut mit den Franklins befreundet? Was? Was haben die denn mit dieser ganzen Sache zu tun? Haben Sie einen Waffenschein? Das ist immer ganz interessant. Haben Sie einen Waffenschein? Ich bin Schriftsteller. Die Feder ist mächtiger als das Schwert und der ganze Scheiß. Was macht dann diese Glock 19 in Ihrem Handschuhfach? Wovon reden Sie da? Spielen Sie jetzt Spielchen mit meinem bisschen Restverstand? Angeln mit Samuel, genau. Gehen Sie oft mit Samuel Franklin angeln? Ist das verboten? Ha, Sie haben so gut wie keine Freunde. Und er hat wie viele? Keine? Weiß ich nicht. Vor ein paar Jahren. Ich war im Wald spazieren. Er war beim Angeln. Ich habe seinen Fisch erschreckt. Am Ende hat er mir dann gezeigt, wie es geht. Jetzt gehen wir ab und zu mal runter an den Fluss. Oder er schaut vorbei, wenn er sich langweilt. Die übliche junger Typ trifft alten Typ-Geschichte. Beziehung zu Esther. Wie verstehen Sie sich mit Esther Franklin? Wir standen uns nah, als ich noch ein Kind war, aber damit war es vorbei, als ich mit meiner Tante Claire nach San Bernardino ging. Als ich wieder zurück war, etwa vor 9 Jahren, da kamen wir uns wieder näher. Hier liegt noch immer was an mir. Aus welchem Grund auch immer. Okay. Jetzt reicht's. Was geht hier vor? Esther Franklin wird vermisst. Samuel Franklin starb durch eine Kugel in den Kopf. An dem Tag, an dem sie sich fast umgebracht hätten. Nein. 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 Die gute Nachricht an der Waffe sind Fingerabdrücke. Die schlechte Nachricht, wir haben Millers Fingerabdrücke nicht in unserem System. Okay. Inoffiziell Millers Fingerabdrücke nehmen. Ach, wie schön. Von wo denn? Von was denn? Ach, da vorne aber noch eine Tasse. Beruhigen. Miller, was bin ich, Sheriff? Ein Irrer? Ein Mörder? Ein Irrer, ein Mörder, beides. Ein Verdächtiger. Im Moment sind Sie nur ein Verdächtiger. Wir werden sehen, was passiert. Was ist mit Esther? Wir müssen sie finden. Heute Nachmittag beginnt eine Suchaktion.
Wir werden sie finden. Und ich kann nicht mal helfen. Scheiß Höhenangst. Nein, wenn Miller schon mal einen Krimi gesehen hat, weiß er genau, was ich vorhabe. Vor allem als Autor. Das stimmt. Zu riskant. Er ist gleich dort drüben. Und es sieht nicht aus, als würde er gehen. Okay. So ein Mist. Was haben wir denn da Feines? Handy. Was wäre, wenn ich ihm das hier gebe? Unter einem Vorwand, damit er sich was ansieht. Vielleicht ein Bild dieser Faye? Was hat er noch gleich gesagt, wie sie aussieht? Blondgrüne Augen. Da. Suchaktion. Okay. Kalifornien. So, dann mal los. Zack. Das passt schon. Ja, dann frag doch mal. Los, ran an die Buletten. Komm, mein Guter. Hier, pass mal auf. Ich hab da was, das Sie sich bitte ansehen sollen. Sie könnten eine große Hilfe sein. Das da wurde mir eben geschickt. Sie wurde im Park gesehen. Ist das Faye? Sie war blond und hatte grüne Augen, aber nein. Zoomen Sie ran und sehen Sie sich die Details an. Vielleicht trug sie eine falsche Nase oder so etwas. Nein, tut mir leid, aber nein. Er sollte das Handy nicht so betatschen. Hey, Sheriff. Finden Sie Esther. Übrigens, wir haben Ihre Mütze in der Schlucht gefunden. Welche Mütze? Die mit den Sternen und Streifen. Nein. Ah. Alter, voll, das geht ja durch und durch. Das geht ja durch und durch, das Ganze. Bitte hören Sie auf. Danke für, dass Sie den Sheriff, dass Sie ihn zur Rede gestellt haben. Alles klar bei Ihnen. Sie waren mein Patient. Aber Sie haben mich aus dem Zimmer geworfen. Sie waren mein Patient. Sie waren mein Patient. Das gehört zu meinem Job. Das bin ich immer noch. Bitte helfen Sie mir. Oh. Als der Sheriff reinkam, wollten Sie gerade was erzählen. Lassen Sie mich nicht hängen. Mir fehlt noch immer ein Teil des Puzzles. Nur eins. Geben Sie mir dieses Teil und ich erzähle Ihnen alles, ohne befürchten zu müssen, Sie weiter zu verletzen. Vor Ihrem Unfall als Kind, Tage, vielleicht Wochen davor, wenn es das ist, was ich denke. Etwas, das Ihr Vater Ihnen über Ihre Mutter erzählt hat. Oder vielleicht andersherum. Etwas, das Sie parteiisch gemacht hat. Vielleicht habe ich da was für Sie.
Ich glaube... Ja. Es war an dem Wochenende vor dem Unfall. Ich war wie besessen von diesem Seemannslied. Von diesem Seemannslied? Okay. Also. Und wie das weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß, ich bin böse. Ich weiß. Aber wie das weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.